Hallo zu einem neuen Blumenstrauß der Woche. Die Frau Körner hat sich bei uns gemeldet und wir wollen heute jemanden überraschen. An wen geht der Blumenstrauß? Der geht an die Frau Dungis, das ist meine Nachbarin. Eine sehr hilfsbereite Frau, hat zwei Pflegekinder und ist immer lustig, immer gut gelaunt. Langt es? Das langt. Dann legen wir los. Hallo Frau Dunkes, wir sind von Neumarkt TV und Sie bekommen heute von uns den Blumenstrauß der Woche. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Also jetzt bin ich echt platt. Ja, aber für was? Für Ihre Hilfsbereitschaft, dass Sie die zwei Pflegekinder haben und dass die so toll erziehen. Das sagen Sie? Danke. Das finde ich ja cool. Dankeschön. Das ist ja nicht Pflegekinder im üblichen Sinn, sondern das ist als Erziehungsstelle, wie ich arbeite. Das heißt, ich bin angestellt über das pädagogische Zentrum in Parsberg und arbeite halt daheim mit zwei Kindern. Ja, das kam einfach durch meinen Lebenslauf. Verschiedene Umstände, selber habe ich keine Kinder, mag aber Kinder gern. Habe erst Hauswirtschaft gelernt und dann noch später in Erzieher draufgesetzt. Den habe ich dann über SOS machen dürfen und letztendlich bin ich dann in Parsberg gelandet als Erziehungsstelle. Und jetzt mache ich das. 8 Jahre werden es dieses Jahr, dass ich die zwei Kinder betreue. Und super. Super betreut sie. Das sagt meine Nachbarin. Ja. Ich weiß ja mit. Also ich kriege ja alles mit. Ja, vieles kriegt man vielleicht mit, aber ja, man gibt halt sein Bestes. Wie es aussieht, ist die Überraschung geglückt und ich hoffe, wir konnten Ihnen wirklich eine Freude mit dem Blumenstrauß machen. Oh ja, also ganz sicher. Vielen herzlichen Dank nochmal. Schön. Sehr gerne.